So, moin Leute, willkommen zu einem neuen Video von mir. Und heute habe ich mal wieder ein Ranking vorbereitet. Und zwar geht es heute um die Wrong-Turn-Filme. Die sind ja auch allseits bekannt, denke ich mal, bei richtigen Horror-Fans. Da geht es ja um Threefinger und, ja, sag ich mal, seine zwei Freunde hier, die einfach nur gnadenlos Menschen abschlachten. Ja, das sind einfach nur Hinterwäldler und diese Hinterwäldler-Filme finde ich eigentlich richtig gut. Sowas wie The Hills Have Eyes mag ich auch sehr, sehr gerne. Also war Wrong Turn für mich auf jeden Fall ein Pflichtkauf. Den habe ich nämlich hier schön in der Mediabook-Variante. Und da sind die ersten sechs Teile drin. The Foundation ist da nicht drin. Aber The Foundation kommt ja auch bald erst auf Blu-ray raus. So, und würde ich sagen, fangen wir direkt mal an mit dem Ranking. Nämlich auf Platz 7. Es gibt ja mittlerweile 7 Wrong Turn Filme. Auf Platz 7 habe ich Wrong Turn 3 Left 4 Dead rausgepackt. Ja, Wrong Turn 3, was soll ich dazu sagen? Nach den ersten beiden Teilen waren die Erwartungen natürlich auch hoch an den dritten Teil. Die wurden, die Erwartungen konnten so komplett in die Tonne treten. Wrong Turn 3 hat nicht nur richtig schlechte Effekte, da ist eigentlich alles mit CGI gemacht und das sieht dann einfach alles so aus, als wäre es, als, keine Ahnung, wenn ich könnte mich jetzt hier reinschneiden, wie irgendjemand mich hier so zerteilt mit einem Greenscreen und genau das ist Wrong Turn 3. Genauso schlecht würde es aussehen, wie wenn ich das jetzt machen würde. Leider ist das so. Da geht es halt um so einen Gefängnisausbruch, glaube ich, war das. Und die fahren halt mit dem Gefängnisbus da lang und kommen dann halt irgendwann in den Wald an. Und dann sind halt Threefinger und die beiden anderen, weiß ich gerade gar nicht, wie die heißen. Auf jeden Fall die Kannibalen, meine ich. Die warten dann eigentlich da schon und metzeln einen nach dem anderen ab. Was ich auch nochmal am Rande sagen wollte, ist, Wrong Turn ist ungefähr so gedreht wie Star Wars. Und zwar 4, 5 und 6 sind eigentlich die ersten drei Teile. Und 1, 2 und 3 sind so gesehen die letzten drei Teile. Also wie bei Star Wars. Ja, aber viel mehr will ich eigentlich auch zum dritten Teil auch nicht sagen, ehrlich gesagt, weil ich habe, glaube ich, Teil 2 bis 7, also so gesehen fast jeden Teil außer den ersten, habe ich nur einmal gesehen. Viel mehr kann ich euch dazu nicht sagen, weil ich habe diesen Teil auf jeden Fall verdrängt. Zu den anderen Teilen kann ich dann doch schon mehr sagen, zu den meisten zumindest. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir direkt zu Platz 6. Ich habe mir hier auch so einen kleinen Zettel aufgeschrieben und sowas, wo ich mir das natürlich aufgeschrieben habe, damit ich nichts vergesse. Ja, und da steht dann jetzt halt auch Platz 6 drauf, deshalb gucke ich halt auch immer ein bisschen neben die Kamera. Platz 6 habe ich Wrong Turn 6 hingeschrieben. Und zwar Wrong Turn 6 Last Resort heißt der. Ja, das ist der, meine ich, der letzte Teil, den ich hier auch im Mediabook habe. Der ist aus dem Jahr 2014, meine ich. Und da geht es um so ein, ja, ist das schon so ein Kult? Da geht es um so eine Familie, die lädt halt andere Leute irgendwie ein. Und diese anderen Leute werden dann natürlich verfolgt von den Kannibalen wieder. Threefinger und die anderen Kannibalen, die haben halt auch ein komisches Design in dem Film. Ich weiß nicht, woran das liegt. Aber die sehen halt anders aus als in den anderen Teilen. Ich weiß nicht warum, aber ist okay. Sieht leider nicht so gut aus wie in den anderen Teilen. Aber naja. Auf jeden Fall, der Teil, der hat halt auch wieder seine großen Schwächen, vor allem was die Schauspieler angeht. Also die Schauspielerei und sowas geht gar nicht in dem Film. Die Leute sind ganz komisch, aber die Effekte waren halt gut. In Wrong Turn 6 waren die Effekte deutlich besser als in Teil 3. Und das ist in so einem Slasher-Gore-Kannibalenfilm, ist es natürlich auch so eine Sache, warum man diesen Film überhaupt guckt. Ne? So. Und deshalb, Wrong Turn 6 ist da schon was besser als Wrong Turn 3, würde ich sagen. Aber halt immer noch nicht wirklich gut. Würde ich halt nur so als Geht-so-Film abzeichnen. Weil halt die Schauspieler komisch sind und sowas. Und, ja. Aber die FSK hat diesen Film auf jeden Fall komplett in Deutschland wieder freigegeben. Also Wrong Turn 6 ist auch einer der wenigen Teile, die halt komplett ungeschnitten in Deutschland sind. Was ich nicht verstehe, weil Wrong Turn 6 ist eigentlich, würde ich sagen, brutaler als Wrong Turn 3. Zum Beispiel. Ja. Und dann kommen wir schon zu Platz 5.
Und Platz 5 habe ich den neuen Wrong Turn. Wrong Turn 7, The Foundation. Und dieser Film hat ehrlich gesagt gar nichts mit Wrong Turn zu tun. Ich habe ihn trotzdem reingepackt, weil er halt diesen Namen hat. Aber Wrong Turn 7 konnte man sich gut angucken. War aber, ja, man, wenn man Wrong Turn erwartet hat, ist man halt komplett enttäuscht gewesen. An sich kein schlechter Film, die Effekte waren gut, wirklich. Die Schauspieler waren auch gut, aber es ist halt irgendwie kein Wrong Turn und deshalb ist es halt eher eine Enttäuschung, würde ich sagen. Trotzdem, wenn man so neutral reingeht und keinen Wrong Turn erwartet, ist Wrong Turn 7 ein ganz guter Film, kann man sich einmal angucken und dann ist gut. Ja. Da geht es ja auch wieder um diese Teenies und die halt sich in den Wald verirren und dann kommen halt nicht diese Kannibalen, sondern kommt halt so ein Kult mit Verkleidung, mit so Knochen über dem Gesicht und sowas. Das Ende fand ich ziemlich cool von dem Film, als dann halt dieser Kultanführer und sowas auf einmal bei der Familie im Essenstisch saß und sowas und dann hat sich die Familie noch dran gerecht, also die Tochter zumindest. Guckt euch den Film an, viel mehr kann ich gar nicht dazu sagen, weil ich möchte halt auch so wenig wie möglich spoilern. Auch wenn das schon, glaube ich, ein großer Spoiler war. Ja, dann kommen wir schon zu Wrong Turn 5, also Platz 4. Wrong Turn 5, Bloodlines hieß er, ne? Und dieser Film, der hatte ja eigentlich, eigentlich war der ganz anders als die anderen Wrong Turn Filme, weil der Film hat einfach nicht im Wald gespielt oder so, sondern der hat komplett in der Stadt gespielt, also zumindest die meiste Zeit. Und da war ja der im Gefängnis, der Anführer der Kannibalen, und der hat die, der war halt da gefangen und dann wurde der halt gerettet irgendwann von den Kannibalen, während die ganzen Polizisten sich da auch verschanzt haben, weil ich glaube, da war auch ein Stromausfall und sowas. Aber der Film war schon ganz gut, der hatte auch auf diesem Fußballplatz diesen einen richtig guten Kill mit dem Mähdrescher. Wo der eine Typ eingebuddelt wurde. Natürlich ist das ein bisschen trashig, weil er nur den Kopf draus guckt. Der war so blöd am Schreien und sowas. Aber Wrong Turn ist halt auch ein bisschen trashig, aber halt auch witzig. Also zumindest die meisten Teile. Ja, und in diesem Teil war halt wirklich dieser Kill mit diesem Mähdrescher. Und der Typ war komplett eingebuddelt und sowas. Und der andere war, da waren zwei halt auf dem Fußballplatz. Und der andere war halt auch noch festgebunden. Da kam der Freefinger, war das. Also der Kannibale. Kam an mit dem Mähdrescher und ist einfach über den einen gefahren und dieser Effekt war richtig gut, also da kann man schon echt, da muss man wirklich mal sagen, richtig guter Effekt. Und sonst die restlichen Kills weiß ich gerade gar nicht mehr so, ich habe den Film vor zwei Monaten, glaube ich, das letzte Mal gesehen und seitdem habe ich schon wieder so viele Filme geguckt, kennt ihr bestimmt auch, wenn ihr vor einem Monat oder vor zwei einen Film gesehen habt und dann wisst ihr einfach nur noch die Hälfte, wenn überhaupt. Weil einfach so viele Filme guckt man sich an und also ich zumindest. Und ja, dann der Anführer in dem Gefängnis, der hat, glaube ich, auch Hellraiser gespielt. Ich meine, das war der gleiche Schauspieler, der auch Hellraiser in den ersten vier Teilen gespielt hat. In den ersten drei Teilen, ich weiß es gar nicht. Ich habe Hellraiser ehrlich gesagt nie gesehen. Muss ich auch vielleicht mal nachholen. Aber der hat die Rolle ziemlich gut gespielt. Das war echt, echt lustig mit dem, als er im Gefängnis war. Ja, viel mehr weiß ich gerade auch gar nicht. Der Film ist an sich ganz gut, kann man sich angucken, aber auch noch keine richtige Bombe. Deshalb auch nur Platz 4. Ja, Platz 3 haben wir Wrong Turn 4. Und Wrong Turn 4, der heißt Bloody Beginnings. Und der heißt aber auch nur so, weil, wie ich eben schon sagte, Wrong Turn ist wie Star Wars. Von 4, 5, 6 geht es an in Teil 1, 2 und 3. Und Wrong Turn 4 ist dann so gesehen der erste Wrong Turn Teil. Der spielt komplett in der Klapse, wo die drei hier Kannibalen waren als Kinder und ja, die wurden dann halt auch erwachsen in der Klapse und sowas und irgendwann sind die halt ausgebrochen. Und also die anderen sind alle ausgebrochen, aber die drei haben immer noch in der Klapse gelebt. Ja, irgendwann kommt eine Teenie-Gruppe in die Klapse und dann geht das ganze Spiel von vorne los. Wrong Turn 4 fand ich wirklich cool. War ein richtig cooler Film, meiner Meinung nach. Außer die letzte halbe Stunde. Also die erste Stunde ist wirklich super. Geile Effekte, cooles Setting in der Klapse da und also in dieser Irrenanstalt.
Aber die letzte halbe Stunde, puh, da waren wieder so viele CGI-Effekte, die einfach nicht gingen. Oder was heißt so viele? Da waren ein, zwei, die haben irgendwie den kompletten Film nochmal nach unten geboostet, so, weil der Film war wirklich top auf einem richtig guten Level. Und dann irgendwann kamen halt diese CGI-Kills, vor allem das mit diesem Schneemobil. Das kriege ich nicht mehr aus dem Kopf, das sah so lächerlich aus. Aber sonst, im Gesamten wirklich cooler Film. Also könnt ihr euch richtig gut angucken. Wrong Turn 4, guckt euch den natürlich auch in der Uncut-Version an. Der Film ist natürlich auch nicht in Deutschland erlaubt. In der ungeschnittenen Fassung, beziehungsweise er ist in Deutschland erlaubt, aber er ist in Deutschland nicht in der FSK, also Uncut rausgekommen. Ne? Ja, so, dann, was wollte ich noch zu dem Film sagen? Genau, der Film hat ein komplett anderes Ende in der FSK-Version als in der Uncut-Version. In der FSK-Version, entkommen die dann halt einfach und in der Uncut-Version kriegen die nochmal den ordentlichen Kopf abgeschnitten. So. Aber mehr erzähle ich auch nicht. Guckt euch die Filme an und wenn ihr die noch nicht gesehen habt, Wrong Turn 4 ist wirklich eine Empfehlung, meiner Meinung nach. Wenn man über diesen CGI-Schneemobil-Kill mal hinweg sieht. Ne? Ja, dann kommen wir schon zu Platz 2. Und da habe ich dann auch Wrong Turn 2. Also Wrong Turn 2, der hat mir richtig gut gefallen. Also den fand ich wirklich cool. Das ist auch, würde ich sagen, der brutalste der Reihe. Der hat schon sehr krasse Szenen teilweise. Aber im Gesamten auch wirklich gut gemacht. Das, die Masken und sowas waren richtig gut. Die Outfits und sowas von den Kannibalen auch richtig cool gemacht. Das Einzige, was so ein bisschen cringe war, wie man das heutzutage sagt, war halt irgendwie, das war so eine... das war auch im Wald gedreht, ganz normal, aber das war so eine Reality-Show, haben die da gedreht. Und diese Reality-Show, die ja, läuft dann halt ein bisschen aus dem Ruder, weil halt die Kannibalen da sind. Ne? Aber was willst du machen? Ohne Kannibalen gibt es keinen Wrong Turn. Außer Wrong Turn 7 natürlich, aber ne. Und der Film hat mir einfach von vorne bis hinten gefallen. Geile Effekte, kein einziger CGI-Kill, alles schön handgemacht. Story war klar, einfach, aber gut. Und Wrong Turn 2 hatte einfach so brutale Szenen teilweise. Der ist, glaube ich, schon in der Top 10 der härtesten Filme, die ich bisher so gesehen habe. Und ich habe wirklich schon vieles gesehen. Gefällt mir richtig gut. Habe ich ehrlich gesagt auch Bock, mir nochmal anzugucken. Werde ich vielleicht auch mal die nächsten Tage machen. Ja, zu den Schauspielern und sowas kann ich gar nicht sagen. Ich weiß die ganzen Namen der Schauspieler nicht. Das ist ja immer andere und das sind ja immer Unbekannte. Außer halt in Wrong Turn 5, da war ja der von Hellraiser bei. Aber sonst, ehrlich gesagt, keine Ahnung, weil viele Schauspieler kenne ich, aber nicht jetzt alle aus jedem Horrorfilm. Und so. Ja, und dann sind wir auch schon bei Platz 1. Wer hätte es gedacht? Dachte sich wahrscheinlich jeder. Natürlich Wrong Turn 1. Der aus dem Jahr 2003 ist natürlich auch schon ein Klassiker, ein richtiger Kultfilm. Der ist auch der unbrutalste der Reihe. Auf jeden Fall. Der ist ja auch nur ab FSK 16 freigegeben. Aber er ist einfach nur gut. Da kann man nichts zu sagen. Den muss wirklich jeder gesehen haben. Also wirklich, das ist einfach geil, was da passiert, ehrlich gesagt. Das ist einfach so einfach, aber es ist einfach gut. Und damit hat halt so gesehen alles angefangen. An sich in der Reihe ist der erste Teil der vierte Teil so gesehen, aber natürlich als Wrong Turn 1 ist der halt am bekanntesten und meiner Meinung nach einfach nur eine Empfehlung. Es fängt dann mit diesem Autounfall an, mit dem schönen Mustang war das ja, glaube ich, wo die dann im Wald stehen bleiben und dann sieht man zum ersten Mal diese Kannibalen. Und aus dem Jahr 2003 richtig cool gemacht alles und ja, die Szene mit dem brennenden Turm kennt natürlich auch jeder, denke ich mal, oder die Szene mit dem Schrottplatz. Der ganze Film, der ist mir einfach im Kopf gebrandmarkt. So, ich habe ihn, glaube ich, schon 4-5 Mal gesehen. Oder 3 Mal mindestens auf jeden Fall. 3, 4, 5, irgendwie sowas. Kann ich mir immer wieder angucken. Einfach cool. Auch wenn er nicht die nötige Brutalität hat, hätte der nochmal mehr Brutalität, würde ich so sagen. Ist das einer der besten Horrorfilme aller Zeiten. So ist natürlich auch immer noch sehr, sehr, sehr gut. Also auch mit einem sehr hohen Niveau. Da fehlt vielleicht nur ein bisschen die Gewalt, aber ganz ehrlich, einfach ein geiler Film. Ja, dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat mit
diesem Ranking. Das letzte von Vomit Gore, was ich gemacht habe, das Ranking, das kam mir auch sehr gut an. Hat für meinen Kanal verhältnismäßig eine Menge Aufrufe bekommen und nur positive Bewertungen. Ich glaube, kein einziger Dislike war drauf. Habe ich mich auch sehr drüber gefreut. Und ja, dann freut es mich, dass ihr zugesehen habt. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Ciao.